In diesem Video geht es um ein zweites Gesetz zum Schutze der Bevölkerung bei einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite. Ja, bei also zukünftige ähnliche Entwicklungen wie das, was wir zurzeit haben. Es ist eine Formulierungshilfe, das hier ist die erste Formulierungshilfe für die Fraktionen der CDU, CSU und SPD für einen aus der Mitte des Deutschen Bundestages einzubringenden Entwurf eines zweiten Gesetzes zum Schutz der Bevölkerung bei einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite. Hier wird das Problem und das Ziel beschrieben. Das ist interessant, das kann man sich auch nachlesen, man kann es auch googeln und findet das dann unter dieser Formulierungshilfe Entwurf eines zweiten Gesetzes. Bei Google kann man sich auch raussuchen. Interessant ist hier dieser Absatz. Und zwar geht es um dieses kleine Stückchen. Eine Immunitätsdokumentation soll künftig analog der Impfdokumentation auch zusammen in einem Dokument, also eine Immunitätsdokumentation und eine Impfdokumentation auch zusammen in einem Dokument die mögliche Grundlage dafür sein, eine entsprechende Immunität nachzuweisen. Nun, das würde also bedeuten, dass halt nicht nur die Immunitätsdokumentation, sondern auch die Impfdokumentation für sämtliche andere Krankheiten, da kann man sich ja alles Mögliche überlegen, wichtig sein wird. Jetzt gehen wir weiter und zwar schauen wir uns das hier noch einmal an. Und zwar geht es hier nochmal um den tatsächlichen Gesetzesentwurf dann der Fraktionen der CDU, CSU und der SPD. Und das ist denn der tatsächliche Entwurf eines zweiten Gesetzes zum Schutz der Bevölkerung bei einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite. Es hat sich ein bisschen was geändert und zwar ist dieser Absatz etwas geändert worden. Ja, etwas abgeändert und zwar steht da jetzt drin, also der ist aktuell jetzt aktueller. Das andere war ja nur der Vorschlag oder die Grundlage für den Gesetzesentwurf. Und hier steht jetzt, mit dem Gesetzesentwurf sind unter anderem folgende Regelungen zur weiteren Abmilderung der mit der Corona-Pandemie verbundenen Folgen vorgesehen. Das Infektionsschutzgesetz wird weiterentwickelt und präzisiert, also es bedeutet, es ist jetzt noch nicht die endgültige Fassung. Unter anderem wird dauerhaft eine gesetzliche Meldepflicht in Bezug zu Covid-19 und SARS-CoV-2 verankert. Dies betrifft auch neu eingeführte Meldepflichten zur Genesung und bei negativen Labortests. Also alles wird gesetzlich gemeldet. Also auch negative Labortests müssen also in Zukunft gemeldet werden. Es gibt also eine gesetzliche Meldepflicht. Die Testungen in Bezug zu Covid-19 sollen auf Basis einer Rechtsverordnung, die Personenkreis, Art und Umfang der Testungen beschreibt, symptomunabhängig Bestandteil des Leistungskatalogs der gesetzlichen Krankenversicherung werden, auch durch den öffentlichen Gesundheitsdienst ÖGD vorgenommene Testungen können bei Versicherten über die gesetzliche Krankenversicherung abgerechnet werden. Ja, da ist dieser kleine Absatz abgeändert worden und ich bin mal gespannt, was nicht heißt, dass es in Zukunft womöglich doch noch eingeführt wird. Hier nochmal die Berichterstattung über dieses zweite Gesetz oder besser gesagt die Pressemitteilung aus dem Bundesministerium für Gesundheit. Zweites Gesetz zum Schutz der Bevölkerung bei einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite.
besonders gefährdete Menschen bestmöglich vor einer Infektion mit dem neuartigen Coronavirus schützen und einen besseren Einblick in den Verlauf der Epidemie erhalten. Das sind Ziele des Entwurfs eines zweiten Gesetzes zum Schutz der Bevölkerung bei einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite. Außerdem sollen Pflegekräfte einen Bonus erhalten und pflegende Angehörige besser unterstützt werden, was ja eine gute Sache ist. Ja, und hier geht es dann nochmal um den neuen Alltag. Bundesgesundheitsministerium Minister Jens Spahn hat da gesagt, so viel Normalität wie möglich, so viel Schutz wie nötig, achtsam sein, Infektionsketten früh erkennen, wirksam unterbrechen und, und. Und hier geht es dann über die Regelungen im Überblick. Es sollen mehr Tests ermöglicht werden. Infektionsketten sollen frühzeitig erkannt werden. Besonders gefährdete Personen, etwa in Pflegeheimen, soll verstärkt auf Corona-Infektionen getestet werden. So können Infektionen früh erkannt und Infektionsketten effektiv unterbrochen werden. Die Labore müssen künftig also auch die negativen Testergebnisse melden. Teil des Meldewesens ist künftig auch, wo sich jemand wahrscheinlich angesteckt hat. Die Daten werden anonymisiert und an das RKI übermittelt. So steht es hier, so wird es hier mitgeteilt. Labore können dazu verpflichtet werden, Daten von Proben pseudonymisiert an das RKH zu übermitteln. Ein Rückschluss aus den übermittelten Daten auf die Person ist auszuschließen. So wird hier geschrieben. Einfach so von mir vorgetragen, die Informationen, wie es hier steht. Ja, um die Kosten zu decken, also von den Patienten und Patientinnen, die in Krankenhäusern stationär behandelt werden, wird ein neues Entgelt eingeführt. Und auch um besser einschätzen zu können, wie Covid-19 Krankenhausentlassungsgesetz wirkt und wie es sich auch auf die wirtschaftliche Lage der Krankenhäuser aufwirkt, werden zwei unterjährige Datenübermittlungen zum Leistungsgeschehen eingeführt. Die Ergebnisse werden dem BMG vorgelegt. Also auch da dann die Daten der Patienten, die dort behandelt werden, aber natürlich alles anonymisiert. Ja, hier geht es dann nochmal um die finanzielle Anerkennung von Personal in Pflegeeinrichtungen und Pflegediensten. Halte ich für eine sehr gute Sache, hätte meiner Meinung nach schon früher passieren sollen. Aber gut, das wird jetzt auf jeden Fall anerkannt. Sie bekommen eine einmalige Sonderleistung in Höhe von bis zu 1000 Euro. Auszubildende und so weiter sollen eine Prämie erhalten. Also und die Länder und die Arbeitgeber können die Corona-Prämie ergänzend bis zur Höhe der Steuer- und Sozialversicherungsabgabenfreien Summe von 1500 Euro aufstecken. Gute Sache, diese Menschen leisten ohnehin einen super wichtigen und tollen Job. Die Menschen, die in Pflegeeinrichtungen arbeiten, aber auch Krankenhauspersonal und. Ja, und hier geht es dann nochmal um das Unterpflege-Unterstützungsgeld. Für als Lohnersatzleistung, wenn ein Pflegefall in der Familie auftritt. Auch da soll es mehr Geld geben. Es soll nicht mehr befristet nur für 10 Tage, sondern für 20 Tage bezahlt werden. Auch eine gute Sache. Und das Recht der Arbeit, wegen einer akuten Pflegesituation fernzubleiben, wird ebenfalls 20 statt bisher 10 Tage. Auch eine gute Sache. Weil es gibt auch immer mehr Menschen, die auch pflegebedürftig sind und zu Hause gepflegt werden müssen. Ja, und dann gibt es Pflegebedürftige im Pflegegrad 1, können den Entlastungsbetrag in Höhe von 125 Euro auch anderweitig verwenden. Also nicht nur nach den geltenden Vorgaben. Und es gibt auch eine Ansparmöglichkeit für nicht in Anspruch genommene Entlastungsleistungen. Auch die wird um 3 Monate verlängert. Also eine ganze Reihe wesentlich besserer Bedingungen, Rahmenbedingungen und finanzielle Bedingungen für Angehörige, die Angehörige pflegen, für die Pflegefälle selbst, für die Menschen, die in Pflegeheimen arbeiten und in Krankenhäusern und. Ja, und jetzt gibt es auch noch mehr Flexibilität für Auszubildende und Studierende im Gesundheitswesen während der Pandemie.
Also, das bedeutet, dass man bezüglich der Au Dauer der Ausbildung oder digitale Unterrichtsform also flexibler ist, mehr Sachen nutzen kann. Und hier geht es dann auch nochmal um die Approbationsordnung für Zahnärzte und Zahnärztinnen, die am 1. Oktober 2020 in Kraft tritt. Da hatte ich auch schon mal ein Video zu gemacht. Okay, das hat jetzt nicht direkt etwas mit Corona zu tun, aber es hat indirekt etwas damit zu tun, weil es da eine neue Ordnung wohl gibt. Und durch diese ganze Geschichte, die wir zurzeit haben, gibt es da viele Probleme. Ja, also kann jemand aufgrund einer Quarantäneanordnung nicht arbeiten, hat er unter bestimmten Umständen einen Anspruch auf Erstattung seines Verdienstausfalls. Die Antragsfrist auch dafür wird verlängert von 3 auf 12 Monate. Das ist schon eine lange Zeit. So werden die Betroffenen und auch die Verwaltung entlastet. Hier geht es nochmal um Privatversicherte, die hilfebedürftig werden und in den Basistarif wechseln, und die können dann neuer, also einfacher, ohne erneute Prüfung in den Ursprungstarif zurück. Ja, so einige Informationen zu dem neuen Gesetz. Ich hatte gerade am Anfang ja schon erzählt, das, was mich beunruhigt, das, was halt jetzt weg ist. Aber naja, es kann ja immer noch später eingeführt werden. Diese Informationen rein für Sie, um sich ein eigenes Bild zu machen.